Würdest du die Ausbildung zum Hundedolmetscher weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall, unbedingt. Weil aus meiner Sicht kann das langfristig oder nachhaltig nur so funktionieren, mit seinem Hund zu kommunizieren und zu leben, weil das Konditionieren mit Leckerlis oder in der Art bringt aus meiner Sicht keinen wirklichen Erfolg. Und so, wenn ich weiß, wie ich Grenzen setze und den Hund zur Ruhe bringen kann, da ist einfach für mich gesichert, dass ich Vertrauen in sie haben kann, sie vertraut mir und wir können, egal was kommt, gut miteinander überstehen. Was hast du dir bis jetzt so mitgenommen aus der Ausbildung? Eine große Erkenntnis für mich ist, wie wichtig ist mein eigenes Mindset für das Interagieren mit dem Hund. Meine Glaubenssätze, meine Erfahrungen. Wenn es mir, sagen wir mal, wenn ich mich gerade nicht so stark oder gut fühle, merke ich das sofort, kriege ich sofort die Spiegel von meinem Hund. Und wenn ich wirklich geerdet bin und wirklich im Hier und Jetzt präsent bin und mit positiver Einstellung da rangehe, dann merke ich, boah, die Verbindung zu meinem Hund. Und das ist einfach so ein starkes Gefühl, so was Kraftvolles. Dafür bin ich sehr dankbar. Cool. Danke. Danke. Mich würde einfach interessieren, um auch anderen zu helfen, eine Entscheidung zu treffen, ob der Kurs für sie das Richtige ist oder nicht. Wie geht es dir aktuell? Bist du gerade voll in der Ausbildung? Wie ist so dein Gefühl bei der Ausbildung zum Hundedolmetscher? Ja, also wir haben jetzt 3 Module gehabt, glaube ich. Ja, genau. Also meine Hündin ist noch ziemlich jung, die ist 8 Monate alt. Und ich hatte das Glück, die Isabella schon vorher kennenzulernen. Und ich wollte eben ab dem Zeitpunkt, wo ich dann meine Hündin habe, mit der natürlichen Kommunikation mit ihr arbeiten. Mit der Körpersprache und nicht mit der klassischen Hundeschule, wo halt mit Kommandos und Leckerlis und so konditioniert wird das Verhalten. Und bis jetzt geht es mir wirklich gut in der Ausbildung. Ich habe gerade heute am Praxistag das Gefühl, dass ich Fortschritte gemacht habe, dass ich einen Erfolg habe, weil ich jetzt gelernt habe, wie ist das Gefühl, wenn ich meine Hunde begrenzen kann und zur Ruhe bringen kann. Mit welchem Ziel und mit welchem Wunsch bist du in die Ausbildung gekommen? Ich möchte im Vertrauen mit meinem Hund leben können, ihr artgerecht ermöglichen können, frei zu laufen und immer die Sicherheit für mich haben, dass sie kommt, dass sie bei mir ist, dass ich eine Verbindung zu ihr habe und dass ich keine externen Mittel sozusagen brauche, damit der Hund bei mir bleibt, sondern ich kann einfach natürlich mit ihr kommunizieren und mit meiner Präsenz und auch mit meinem Mindset die Sicherheit haben, dass wir verbunden sind.